sage aber auch dazu, es ist auch unser Interesse. Denn wir haben natürlich ein Interesse, die Europäische Union insgesamt, an einem stabilen Mittelmeerraum. Und auch wir sehen, dass von der Entwicklung in Tunesien sehr viel abhängt. Von Tunesien ist das Feuer, lassen Sie mich doch das so sagen, der Revolution auf andere Länder übergegangen. Jetzt warten wir, dass das zweite Feuer auch übergeht, nämlich das Feuer, dass diese Entwicklung erfolgreich sein kann. Und dafür kann Tunesien widerstehen und deshalb halte ich die Entwicklung für so wichtig. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass die deutsch-tunesische Auslandshandelskammer eine ganz hervorragende Arbeit macht, liebe Frau Ostenbrink, und auch wieder diesen dritten Tourismuskongress jetzt organisiert hat. Hervorragende Damen und Herren hierher nach Hammer mitgebracht hat, um auszutauschen im Tourismus, was können wir tun, wo gibt es neue Wege, was müssen wir verstärken, wo muss man korrigieren. Ich denke, das alles wird heute im Mittelpunkt stehen. Meine Damen und Herren, ich habe gesagt, Deutschland steht eng an der Seite von Tunesien. Und das ist unsere feste Überzeugung. Und ich freue mich, dass etwas daran mitwirken durfte auch, dass wir sehr früh eingestiegen sind. Wir helfen Tunesien, aber nicht von irgendeiner hohen Warte, sondern wir verstehen uns als gleichberechtigter Partner und wollen dort eben mithelfen, wo wir das können. Wir haben ca. 41 Millionen Euro bereitgestellt für die Transformationspartnerschaften. Wir haben auch eine Schuldenumwandlung gemacht. Das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit stellt hohe Gelder, über 100 Millionen Euro bereit. Also wir sind wirklich, wir wollen nicht nur reden, sondern wir wollen handeln und wollen einiges erreichen. Da gibt es viele Felder. Ein ganz wichtiges Feld, das zwar heute nicht im Mittelpunkt steht, das ich aber noch kurz ansprechen will, ist auch das Thema Energiepartnerschaft. Wir wollen hier zusammenarbeiten und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo beide Länder davon profitieren. Natürlich hat Deutschland ein Interesse, auch seine sehr hochentwickelten Technologien, gerade bei den erneuerbaren Energien, zu exportieren, auch in anderen Ländern einzusetzen. Aber genauso hat Tunesien sicherlich ein Interesse, eben neue alternative Energien zu nutzen, davon zu profitieren. Und deshalb wird auch am 19. Dezember im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin der Startschuss gegeben für diese Energiepartnerschaft, gemeinsam von Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler und dem tunesischen Industrieminister Shakari. Meine Damen und Herren, erneuerbare Energien und Energieeffizienz sind Schlüsseltechnologien und es gibt auch Bezüge zum Tourismus. Nächstes Jahr wird eine Delegationsreise der Exportinitiative Energieeffizienz eben fokussiert auf Einsparpotenziale im Tourismusbereich stattfinden. Und ich glaube auch, das ist ein ganz entscheidendes Thema. Einmal, weil es die wirtschaftliche Situation vieler Anbieter in der Tourismuswirtschaft wesentlich verbessern kann. Es wird heute mit Energie noch viel zu großzügig, verschwenderisch umgegangen. Hier liegt ein großes wirtschaftliches Potenzial, aber zum anderen auch, weil Touristen anspruchsvoller werden. Touristen und gerade deutsche Touristen fragen heute schon nach, wie ist die Ökosituation, wie ist überhaupt das Nachhaltigkeitskonzept. Und deshalb möchte ich auch hier dafür werben, dass wir den Tourismus durch und durch nachhaltig machen. Das betrifft die Ökologie, das betrifft die Ökonomie, das betrifft aber auch die sozialen Beziehungen. Nur wenn wir das tun, werden wir wirtschaftliche Stabilität aufbauen können. Und das ist natürlich entscheidend auch für Tunesien, denn die Menschen wollen ja auch spüren, dass sie von diesem Prozess persönlich profitieren können. Und daneben geht es natürlich in allererster Linie jetzt in ihrem Land. Wir konnten gestern lange darüber diskutieren, um das Thema Verfassungsprozess, und auch hier sind Sie auf einem guten Weg. Und ich kann Ihnen nur sagen, es ist schon, wir schauen mit Respekt auf das, was in Tunesien im Augenblick passiert, mit großem Respekt.
Eine Verfassung schüttelt man nicht aus den Armen. Das ist eine riesengroße Aufgabe. Sie haben sich der gestellt. Sie sind, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, auch in einem guten Zeitplan. Und natürlich haben die Bürger die Erwartung, dass dadurch ein stabiles System geschaffen wird. Ein stabiles System natürlich, das auf den Grundfreiheiten, auf der Gleichberechtigung basiert. Und auch das ist ja alles schon im Gut, auf dem guten Weg. Meine Damen und Herren, Mittelstand ist in Deutschland im Augenblick das Schlagwort. Und Mittelstand ist gerade im Tourismus auch das Schlagwort. Die deutsche Tourismuswirtschaft ist weitgehend klein und mittelständisch geprägt. Und ich denke, dass das in Tunesien genauso ist. Und ich werde immer wieder gefragt, wie macht ihr das in Deutschland mit dem Mittelstand? Und ich sage, die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Wir sagen, das macht der Mittelstand selbst. Wir schaffen die Rahmenbedingungen. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung eigentlich im Tourismus. Dass die Unternehmen eben selbst am Markt verstärkt tätig werden, dass die Unternehmen selbst darauf sehen, dass sie Qualität bieten, dass sie der Nachfrage der Kunden entgegenkommen und der Staat schafft die entsprechenden Rahmenbedingungen. Das ist sicher der Weg, auf den wir weltweit erfolgreich sein werden. Da gibt es große Herausforderungen, die auch heute bei diesem Kongress ja dann im Mittelsprung stehen werden. Ich denke an das Thema Fachkräfte, ich denke an das Thema Energie, ich denke aber auch daran, dass man eben touristische Produkte auch angebotsgerecht aufbereitet und dem Markt anbietet. Und deshalb möchte ich allen, auch den deutschen Vertretern der Tourismuswirtschaft, danken, die heute bereit sind, auf das Podium zu gehen, um auch der tunesischen Seite Zahlen zu geben. Was wollen eigentlich die Deutschen? Was sind die Ansprüche? Was erwarten die Deutschen von einem Urlaubsland? Nur wenn man das weiß, kann man entsprechend auch reagieren und das Richtige tun. Meine Damen und Herren, der Tourismus ist weltweit auf einem sehr stark wachsenden Weg. Wir werden dieses Jahr voraussichtlich eine ganz magische Zahl durchbrechen, nämlich wir werden dieses Jahr wohl mehr als 1 Milliarde Auslandsreisen weltweit haben. Diese Milliardengrenze wird zum ersten Mal durchbrochen. Und welche Bedeutung der Tourismus inzwischen hat, zeigt sich auch sehr deutlich, dass auf dem G20-Gipfel in Mexiko zum ersten Mal der Tourismus in die Abschlusserklärung mit einem eigenständigen Absatz aufgenommen wurde. Jetzt kann man sagen, das ist ja nur schwarze Tinte auf weißem Papier, aber das hat dann schon deutliche Folgen. Zum Beispiel, ich will nur ein einziges Beispiel nennen, was das Thema Visa-Problematik betrifft. Wir müssen, wenn wir den Tourismus voranbleiben wollen, auf dem Visa-Gebiet wesentliche Fortschritte erzielen. Und das ist ausdrücklich auch angedacht. Und das war auch Thema der G20 in Mexiko. 1 Milliarde Auslandsreisen, auch in Afrika nehmen übrigens die Ankünfte wieder zu. Die UNWTO, die erwartet 2012 eine Steigerung von 7% gegenüber dem Vorjahr. Auch in Deutschland übrigens ist Tourismus ein ökonomisches Schwergewicht. Deutschland ist bekannt als Industrieland und wir sind es zum Glück immer geblieben. Aber wir sind zu einem maßgeblichen Tourismusland geworden. 4,4% der Bruttowertschöpfung in Deutschland kommen direkt aus dem Tourismus. Und 2,9 Millionen Beschäftigte, das sind immerhin 7% aller Beschäftigten in Deutschland, sind direkt im Tourismus angesiedelt. Und auch wir haben gute Wachstumsraten, der Aufwärtstrend setzt sich fort. Wir haben einen kleinen Wettbewerb. Wir waren bisher immer Reiseweltmeister. Niemand ist so viel gereist wie die Deutschen. Im Augenblick sind die Chinesen daran, uns zu überholen. Aber es sind ja auch ein paar Menschen mehr in China als in Deutschland. Insofern werden wir Schwierigkeiten haben, das aufzuhalten. Aber das macht es halt auch nichts. Wichtig ist, wir sind nach wie vor ganz oben und das ist natürlich auch für Tunesien sehr, sehr wichtig. Und deutsche Touristen kommen gerne nach Tunesien. Wir hatten zwar 2011 einen starken Rückgang um 40%,
Wir haben aber 2012 auch wieder einen guten Zuwachs, sodass wir etwa wieder das Niveau von 2010 erreicht haben. Und Sie werden im Verlauf dieser Tagung dazu viel genauere Zahlen hören, die, glaube ich, auch äußerst interessant sind. Und Sie werden auch hören, was die Deutschen an Tunesien besonders schätzen. Das ist natürlich das gute Wetter. Ich kann Ihnen das ganz persönlich sagen. Ich habe schon genossen, gestern am Strand zu liegen, nachdem ich zu Hause vor 2 Wochen 30 cm Schnee zur Seite geräumt habe.